Die indische Küche ist herzhaftes Essen, was Gourmets weltweit bewundern. Wie Sie die besten Restaurants finden können, gehen Sie einfach der Menschenmasse nach. Und vergessen Sie nicht, viele Leute sprechen Englisch und Ihr Geld wollen Sie auch. Es ist egal, wo Sie in Hongkong essen gehen, die Tischmanieren sind die gleichen, können aber von denen zu Hause schon stark abweichen. In Hongkong müssen sie teilen, ganz so wie in einer Familie. Damit fahren sie am besten. Es ist ein Spaß, hier zu essen. Ein kleines Pläuschen am Tisch ist alles ein Teil des Dinners in Hongkong. Wenn der Kellner kassieren will, versuchen sie niemals, die Rechnung mit den Freunden zu teilen. Es könnte passieren, dass sie daraufhin das Restaurant verlassen müssen. Und nach dem Essen geht es in das Hongkonger Nachtleben. Ich kann wirklich sagen, hier ist viel, viel Action und viel Leben. Es scheint, als würden die Leute nicht schlafen für 24 Stunden. Es ist nicht so wie in anderen Ländern, in Amerika oder in Taiwan, wo alles schon um 2 Uhr dicht macht. Nicht in Hongkong. Hier ist immer, immer offen. Dies ist eine Rund-um-die-Uhr-Stadt. Und wenn einige Leute schlafen gehen, wachen andere gerade auf. Also, halten Sie sich ran und stürzen Sie sich in das Nachtleben, wo Sie bis in die frühen Morgenstunden feiern können. Und nehmen Sie nicht nur uns beim Wort. Es ist fantastisch, weil du so viele Sachen kaufen kannst. Du hast Lichter, als wärst du in New York, Partystimmung, als wärst du in New Orleans und den Glamour, als wärst du in Miami. Und hier ist alles gebündelt an diesem einen Platz. Aber passen Sie gut auf Ihre Brieftaschen auf, denn die Party bis zum Morgengrauen kann teuer werden. Ein Bier kostet um die 10 Dollar. Und wenn Sie den perfekten Partyabend hatten, holen Sie sich doch noch einen Gute-Nacht-Snack. Es ist eins von Jackies Lieblingsessen. Hongkongs Version der berühmten Frühlingsrolle. Versucht es selbst mal. Gut. Das ist mein Hongkong. Wie in Amerika gesagt wird, wenn das Leben hart ist, gehen wir shoppen. Man muss hart sein, wenn man alle Shops in Hongkong besuchen will. Hier kann man alles kaufen, was das Herz begehrt. Die Herausforderung besteht darin, nicht die Kreditkarte zu überziehen. Und wenn man schon mal dabei ist, zu versuchen, einen guten Preis zu bekommen. Also, was empfiehlt uns denn Jackie zu kaufen in einer Stadt, wo alles steuerfrei zu erwerben ist? Die Antwort ist eine von Jackies persönlichen Leidenschaften. Antiquitäten. Ich liebe Antiquitäten. Hongkong ist einer der besten Plätze, um Antiquitäten zu kaufen. Warum? Weil wir so dicht an China sind. Mit einer Geschichte von mehreren tausend Jahren auf dem Buckel hat China ein Riesenreservoir an Schätzen und hier kann das Wort Antiquität wirklich sehr alt bedeuten. China war für Jahrhunderte vom Rest der Welt abgeschirmt und immer noch ist Hongkong der einzige Platz der Welt, wo man legal chinesische Antiquitäten von ihrem Herkunftsort erwerben kann. Und auf der Insel Hongkong gibt es 2 Plätze, wo sie nach Antiquitäten Ausschau halten sollten. Der erste Platz ist Hollywood Road, ein bisschen wie der Rodeo Drive für Antiquitätenschätze. Und nur 2 Straßen von hier entfernt ist eine Straße mit dem Namen Cat Street, wo Sie für ein paar Dollar einkaufen können. Manche Läden und Antiquitäten in Cat Street sind nicht wirklich alt. Aber schauen Sie sich genau um und Sie werden wirklich alte Antiquitäten finden. Sie sollten hier natürlich auch mit den Verkäufern verhandeln. Es macht einfach Spaß. Aber was sammelt eigentlich ein Filmstar aus Hollywood, wo Geld keine Rolle spielt? Glauben Sie es oder nicht, Jackie sammelt antike Schlösser. Ich sammle viele Schlösser. Schlösser mit Ketten. Ich sammle schon lustige Sachen. Ja. Diese beiden Herren hier haben gerade einige von Jackies Lieblingsschlössern gefunden. Alte chinesische Kombinationsschlösser. Es ist schwierig, wenn man nicht die Sprache spricht und ausländisches Geld benutzt. Jetzt, wo er sein Sammlerstück gefunden hat, lassen Sie uns beobachten, wie seine Verhandlungen laufen. 80, okay. No. 60, no money. 80? 65.
Die endgültige Rechnung, weniger als 10 US-Dollar. Nicht schlecht fürs erste Mal. Jetzt, wo Sie ein alter Hase im Verhandeln sind, können Sie in die erste Liga aufsteigen und zwei Straßen weitergehen zur Hollywood Road. Hier gibt es 250 Shops an einem Platz und überall gibt es chinesische Antiquitäten zu kaufen. Hollywood Road-Preise sind nicht unbedingt gut für Ihren Blutdruck. Sie fangen irgendwo bei 50 Dollar an, können aber auch bis zu einer Million raufschießen. Das ist ganz schön viel Geld. Aber warum zahlt jemand so viel dafür? Die Antwort dafür ist einfach. In Amerika sieht man das als billig an. Eine Million hört sich nicht wenig an, aber in Amerika zahlt man ungefähr das Vierfache dafür. Allein bei der Verkaufssteuer kann einem schwindelig werden. Und hier ist alles steuerfrei. Und auch für Jackie ist es Zeit zu shoppen. Auch wenn du in einem Antikshop nichts kaufst, du lernst eine ganze Menge. Hier trifft nun Hollywood-Kalifornien-Veteran Jackie auf Victor, einen Veteran der Hollywood Road Hongkong. Erstaunlich. Viele dieser Antiquitäten gab es schon vor der Geburt Christis. Wenn ich so eine Statue anfasse, ja, die ist über 2000 Jahre alt. Sie ist über 2000 Jahre alt? Woher weißt du das? Ja, und die ist über 3000 Jahre alt. Das muss man sich mal... Ich meine, ich bin jetzt gerade mal ein bisschen über 40 und wow, diese Sachen sind über 1000 Jahre alt. Das ist unglaublich. Das muss man sich mal vorstellen. Wie konnten diese Sachen so lange überleben? All diese Sachen bringen den Menschen viel Glück. Ich hoffe, es bringt Frieden. Ja. Alles auf diesem Tisch kostet weniger als 200 Dollar. Und obwohl sie alt sind, sind sie nicht so rar. Aber dieses 600 Jahre alte Pferd ist rar und wurde kürzlich für 35.000 Dollar verkauft, hier auf der Hollywood Road. Der Käufer könnte damit einen Profit von 100.000 Dollar in den Staaten machen. Egal wie viel Sie ausgeben möchten, seien Sie sich sicher, dass Sie ein Original bekommen und nicht eine hochwertige Kopie. Es könnte Ihnen wirklich den Urlaub vermiesen, wenn Sie eine teure Kopie kaufen. Wenn Sie ein schönes Sammlerstück kaufen, haben Sie Ihr Geld gut angelegt. Wenn Sie aber eine täuschend echte Kopie kaufen, dann ist Ihr Geld weg. Sehen Sie dieses Zeichen, werden Sie höchstwahrscheinlich nicht über den Tisch gezogen. Das Zeichen der Hongkong Tourismusvereinigung ist eine Garantie dafür, authentische Sachen zu erwerben. In anderen Läden kannst du nie wirklich sicher sein. Sollten Sie kein Interesse an Antiquitäten, aber Spaß am Verhandeln haben, sollten Sie die anderen Tagesmärkte in Hongkong erkunden. Der wohl berühmteste ist der Stanley Market auf der Südseite Hongkongs. Er ist eine Goldgrube für Touristen. Aber vergessen Sie nicht zu handeln. Stanley ist eine kleine Stadt, aber eine Stadt, die dem Shoppen gewidmet ist. Das ist Ira aus Texas und diese Lady hat wirklich eine Nase für das Geschäft. Sie sagt, ich bin jetzt seit einer Woche in Hongkong und besuche diesen Markt jeden Tag. Und jeden Tag finde ich etwas Neues. Hier kann man sehr schönes Silber kaufen und die Anzüge ein Traum. Und ich habe schon verschiedene Sachen gekauft, die ich in den Staaten noch nie gefunden habe. Und zu einem wirklich guten Preis. Mein Mann sagt immer, dass meine Koffer viel zu voll sind. Aber ein bisschen Platz ist immer. Und wenn Sie immer noch nicht genug haben, dann wechseln Sie doch zu einem der Nachtmärkte. Von 20 bis 4 Uhr im Morgengrauen sind diese geöffnet. Und hier können Sie ausgeben und ausgeben und ausgeben. Diese Familie hier befindet sich gerade auf Kowloons Tempelnachtmarkt. Diese nette Dame sagt uns, sie habe gerade diese Tasche gekauft. Sie hat nur 7 Dollar gekostet. 7 US-Dollar. Bei diesem kleinen Preis hielt sie es nicht mehr für nötig zu verhandeln. Und diese Dame berichtet freudig, sie habe soeben diesen Kaschmir-Pullover für 35 US-Dollar gekauft. Zu Hause ist er im Katalog für 250 US-Dollar zu haben. Sie ist begeistert. Wenn Sie erstmal Ihre Taschen mit Designerware gefüllt haben, dann machen Sie doch ein bisschen Platz. Aber diesmal für Sie selbst.
Wussten Sie, dass Hongkong einer der besten Plätze ist, um sich die Füße massieren zu lassen? Lassen Sie sich wie ein echter Filmstar verwöhnen. Diese Massage ist für Sie. 2000 Jahre chinesischer Medizin werden jetzt an Ihre Füße übertragen. Und das wortwörtlich. Sie sind in Hongkong, der Stadt mit langjähriger Erfahrung in Zonenreflexmassage. Für Sie wird es wahrscheinlich nur eine Fußmassage sein. Aber Besucher kommen aus der ganzen Welt, um eine Probe der heilenden Wirkung zu bekommen. Also, wenn Sie Ihre Füße einmal so richtig verwöhnen wollen, dann ziehen Sie die Schuhe aus. Es ist sehr gesund. Und für die von Ihnen, die schon einmal die Erfahrung gemacht haben, es ist genauso wie in ein Sportstudio zu gehen. Nur ein kleines Problem gibt es. Sie werden dabei kein Fett verbrennen. Eine 45-minütige Fußmassage kostet ungefähr 25 US-Dollar. Es lohnt sich. Danach fühlen Sie sich wie neu geboren. Hier ist ein Platz voller Überraschungen. Geben Sie sich einen Moment, um sich der fernöstlichen Tradition hinzugeben und fühlen Sie sich so wohl wie bei Ihnen zu Hause. Es ist unglaublich, wie schnell Sie sich hier einleben werden. Hongkong ist eine multikulturelle Stadt. Und deswegen denke ich, deswegen spielt es keine Rolle, wenn man als Tourist hierher kommt, ob man aus Indien, Deutschland, Kanada oder Frankreich kommt. Man fühlt sich immer wie zu Hause. Es ist leicht zu vergessen, dass Sie in Hongkong in einem Teil von China sind, wo seit Tausenden von Jahren alles anders gemacht wird. Schauen Sie sich um und genießen Sie die Atmosphäre einer fremden Welt. Die Hongkong-Chinesen können außerordentlich abergläubisch sein. Für sie hat alles eine symbolische Bedeutung. Vor allem Nummern und Farben. Rot ist eine wichtige Farbe für die Chinesen. Wenn sie rot sehen, passiert immer irgendetwas Fröhliches. Aber weiß verheißt etwas Schlimmes. Farben symbolisieren hier andere Sachen, als Sie sich vorstellen können. Für uns ist Weiß die Hochzeitsfarbe. Für die Chinesen ist Weiß eine Begräbnisfarbe und nicht für Feiern. Wenn Sie zu Leuten nach Hause gehen und etwas Weißes sehen, dann ist etwas passiert. Vielleicht ist der Vater gestorben. Aber wenn Sie eine rote Laterne sehen, könnte es heißen, jemand hat geheiratet. Ihnen braucht es nicht peinlich zu sein, in einen der 600 Tempel in Hongkong zu gehen. Bei Problemen wird kein Psychiater angerufen, sondern Sie klären das mit sich selbst. Wenn du hier ein Problem hast, das du weder deinen Eltern noch deinen Kindern erzählen kannst, dann gehst du in den Tempel und redest mit Gott. Das ist der Manmo-Tempel, von einem Piraten gebaut, der seine Fehler einsah und versuchte, mit den Göttern ins Reine zu kommen. Seine Einsicht hielt jedoch nicht lange an. In seinem späteren Leben wurde er Politiker. Während Jackie Räucherstäbchen anzündet, wünscht er sich einen neuen Erfolg an der Kinokasse. Die Prinzipien des Buddhismus sind wichtig für die Hongkong-Chinesen. Sag, Buddha, dass du dir im nächsten Jahr einen Sohn wünschst und dein Wunsch trifft ein. Wow, Buddha kann dir wirklich helfen. Das sind die kleinen Sachen. Dies ist der große Buddha auf der Lantau-Insel, nur Minuten entfernt mit der Fähre von der Innenstadt. Buddhistische Einflüsse sind überall und auch der Respekt für alle anderen Glaubensarten. Wenn Sie den Chinesen erzählen, Sie sind Vegetarier, schauen Sie sie komisch an. Aber hier respektieren Sie Ihre Glaubensansicht. Von der Spitze des Berges bis auf die Straßenebene. Hongkong steckt voller Überraschungen. Halten Sie Ausschau nach Ladenbesitzern, die am Straßenrand kleine Feuer entfachen, um die Geister des guten Geschäfts zu erwecken. Fast jeder Laden hat einen kleinen Schrein in Hongkong. Für die Leute, die zu ungeduldig sind, um auf einen Gefallen der Götter zu warten, gibt es eine Abkürzung zu versteckten Weisheiten. Die Wahrsagerin. In Hongkong gibt es kein Defizit an Leuten, die sich für ein paar Dollar um ihre Hoffnung und Ängste kümmern. Gerade wenn Sie es nicht wirklich ernst nehmen, kann es sehr viel Spaß machen. Das hier ist Fortune Alley, ein Ort, wo Ihre Zukunft offenbart werden kann, im mysteriösen Hongkong.
Chinesische Wahrsager machen mehr, als aus ihrer Handfläche zu lesen. Es geht von ihrer Hand zu ihrem Gesicht und von ihren Bankauszügen bis zu ihrer Telefonrechnung. Sie sagen, dass